Hinter den Mauern von St. Elmo herrscht panisches Treiben. Die Johanniter-Ordensritter versuchen, ihre Verteidigungslinien zu organisieren. Vor Malta ist eine Flotte von 200 türkischen Kriegsschiffen gesichtet worden. 40.000 schwer bewaffnete Osmanen werden erwartet. 7.000 Christen unter Führung der Johanniter stehen ihnen entgegen. Am 18. Mai 1565 greifen die Türken an. Doch trotz ihrer Übermacht stoßen sie auf unerwartet harten Widerstand. Das Fort im Handstreich zu nehmen, misslingt. Die Verteidiger wehren sich verbissen. Innerhalb eines Monats verlieren die Türken 8.000 Mann. Erst dann fällt Fort St. Elmo. Geschwächt richten die Türken ihre zweite Angriffswelle auf die gegenüberliegende Hafenseite. Hier kämpft der Großmeister von Malta, de La Valette, mit seinen Soldaten. Von den Türken eingekesselt, leisten sie 4 lange Monate Widerstand. Dann endlich kommt die lang ersehnte Hilfe aus Sizilien. Das Blatt wendet sich. Die durch den erfolglosen Kampf demoralisierte Armee des Sultans verlässt panisch die Insel. Ganz Europa feiert den Sieg gegen die eroberungswütigen Osmanen. Retter des christlichen Abendlandes werden die Johanniter genannt, tapfere Verteidiger des Glaubens. Zum Dank und um die Insel vor zukünftigen Angriffen besser zu schützen, schickt Papst Pius IV. Einen seiner besten Festungsbaumeister, Francesco Laparelli, einen Schüler Michelangelos. Nach seinem Bauplan entsteht auf den kargen Hügeln des Montes Giberas die erste auf dem Reißbrett entworfene Stadt der Moderne. Valletta. Wie ein Gitter durchlaufen 12 Straßen die Breite und 9 die Länge der bis dahin unbebauten Landzunge. Und als Krönung an der Landspitze das ehemals so hart umkämpfte Fort St. Elmo. Trotz der geometrischen Struktur wirkt die Stadt nicht statisch oder starr. Das Auf und Ab der Straßen, die bunten Häuserfronten mit ihren hölzernen Balkonen, die sich gegen das Blau des Meeres abzeichnen, vermitteln mediterrane Leichtigkeit. Das wohnliche Idyll der Stadt ist auf schützende Mauern angewiesen. Das geschwächte Malta fürchtet sich vor einem erneuten Angriff der Türken. Baumeister Laparelli umschließt Valletta mit turmhohen Festungswällen, aus dem Fels geschlagen, Stein auf Stein zusammengesetzt, abschreckend und unüberwindlich. Quer über die Halbinsel schlagen die Bauleute einen 15 Meter tiefen Verteidigungsgraben in den steinigen Untergrund. 20 Meter breit und 1 Kilometer lang. Vielleicht der längste und tiefste Graben, der je von Menschen geschaffen wurde. Innerhalb der Stadt werden Bastionen direkt aus dem Stein geschnitten. Festungen in der Festung, die als Rückzugforts und Kanonenplattformen dienen sollen. Es entsteht im Laufe der Jahrzehnte eine gigantische Festungsanlage, die durch ihre abschreckende Wirkung Malta in den nächsten Jahrhunderten
vor weiteren Angriffen bewahren wird. Valletta wächst und entwickelt sich zu einer modernen Stadt. Zuerst entstehen Bauten im schlichten Stil der Renaissance. Später, entsprechend dem Stil der Zeit, bauen die Ordensritter barocker, luxuriöser. Und es entsteht ein für diese Zeit hochmodernes Hospital, Sacra Infirmeria, ein 1000-Betten-Krankenhaus. Hier versorgen die Ordensritter Kranke, hier werden Ordensschüler in Anatomie und Chirurgie ausgebildet. Schon vor den Kreuzzügen hatte der ritterliche Orden St. Johannes vom Spital zu Jerusalem im Heiligen Land Hospitäler errichtet, in denen kranke und verwundete Wallfahrer gepflegt wurden. Sacra Infirmeria gilt nach seiner Erbauung als das größte und beste Krankenhaus Europas. Der Hauptkrankensaal ist 165 Meter lang. Eine Tagebucheintragung eines britischen Schiffspfarrers beschreibt den Saal so: Er ist so breit, dass in der Mitte desselben mit Leichtigkeit 12 Mann nebeneinander gehen können. Auf beiden Seiten stehen Betten mit Eisenpfosten. Sie sind mit weißen Vorhängen, Laken und Überdecken versehen und werden äußerst sauber, rein und frisch gehalten. Jahrhunderte später weiß man, dass größte Reinheit medizinisch unverzichtbar ist, wie auch das Einzelbett der Ansteckungsgefahr vorbeugt. Eine weitsichtige Ordensregel der Johanniter. Die schreiben fest, dass jeder Kranke so behandelt werden solle, als wäre Jesus Christus selbst die Person des Notleidenden. Neben den karitativen Aufgaben im Hospital sind die Soldaten Christi, wie die Johanniterritter genannt werden, vor allem den geistlichen Ordensregeln verpflichtet. Die St. John's Co-Cathedral ist das religiöse Zentrum Vallettas. Von außen wirkt sie nüchtern, schmucklos. Eine Festung des Glaubens. Der Innenraum ist von barocker Pracht und zeugt vom Reichtum und Glanz des Johanniterordens. Die ganze Kirche ist ein Geschenk des französischen Ordensritters de la Cassière. Er bedankt sich überaus großzügig mit diesem Präsent für seine Wahl zum Großmeister des Ordens. Der Boden der Kathedrale verwandelt sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem wahren Teppich aus bunten Grabsteinen. Zu einem Denkmal für die Söhne aus europäischen Adelshäusern, die im Dienste des Ordens gestorben sind. Der Orden ist klar strukturiert. Die Ritter werden nach ihrer Muttersprache in verschiedene Landsmannschaften, sogenannte Zungen, zusammengefasst. Jede dieser Zungen besitzt eine eigene Seitenkapelle. In der Kapelle der Italiener ist neben einem riesigen Sarkophag der heilige Hieronymus zu sehen. Ein Bild Caravaggios, das seinen Gönner, den Johanniter-Großmeister Vignacourt, zeigt. Das Oberhaupt der italienischen Zunge residiert in der Auberge d'Italie. Als Oberbefehlshaber der Ordensflotte befehligt er die Marinesoldaten und die Ruderer. Die martialische Skulptur über dem Portal entsteht in der Spätzeit des Glaubenskrieges zwischen Moslems und Christen auf dem Mittelmeer. In Stein gehauene Krummsäbel und Turbane, Kanonen und Schwerter zeugen vom steten Kampf der Ordensbrüder gegen die islamischen Sarazenen. Sind die Italiener zuständig für die Flotte? So kümmern sich die Provenzalen um das Vermögen. In der Auberge de Provence lagert der Ordensschatz, verwaltet vom Großbefehlshaber, dem Finanzminister.
In der Auberge de Castille-et-Léon sitzen die Verwalter des Ordens. Verträge, diplomatische Schriftstücke und das Ordenssiegel werden hier aufbewahrt. Pinto de Fonseca lässt den Palast 1744 errichten. Seine Büste verliert sich fast inmitten des gewaltigen Kunstobjekts über dem Hauptportal. Eine Üppigkeit, die sich die reiche Landsmannschaft leisten kann. Ausgedehnte Ländereien bescheren ihr hohe Einnahmen. Sie stellen die meisten Ritter und sind entsprechend einflussreich. 32 Jahre, so lange wie kein anderer, führt Pinto als Großmeister den Orden. Der Kampf für das Christentum und die Pflege der Kranken sind die ursprünglichen Pflichten des Ordens. In den Zeiten des Friedens hat man sich von diesen Zielsetzungen entfernt. Die Kreuzzüge sind lange Vergangenheit und auch die ungläubigen Osmanen bedrohen nicht mehr die christliche Welt. Die Johanniter haben als Schutzmacht ausgedient. Der Wohlstand ist in den vergangenen Jahrhunderten durch neue Handels- und Gewerbezweige gewachsen. Kaperfahrten auf dem Mittelmeer dienen hauptsächlich dazu, den eigenen Reichtum zu mehren. Die strengen religiösen Ordensregeln haben die Ritter längst zugunsten eines Lebens in Luxus und Bequemlichkeit vertauscht. Auch hier im Großmeisterpalast wird keine große Politik mehr gemacht. 27 Ordensvorsteher residierten hier. Der 28. wird der letzte sein. Ferdinand von Hompesch, ein deutscher Großmeister, sitzt am 9. Juni 1798 in unverständlicher Gleichgültigkeit allein in seinem Palast, so wird erzählt. Ist es Unfähigkeit oder Einsicht in die Zeichen der Zeit? Er wird keinen Finger rühren, um die Insel der Johanniter zu verteidigen. Der Feind, der dieses Mal seine Flotte vor Malta versammelt hat, kommt aus Frankreich. Napoleon Bonaparte. Ohne dass ein einziger Schuss fällt, wird die berühmteste Festung des Mittelmeers aufgegeben. Das Ordensbanner, das so stolz über zahllosen Schlachtfeldern im Heiligen Land und im Osten geweht hatte, das auf See der Schrecken der Moslems gewesen war, wird nach 268 Jahren sang- und klanglos eingeholt.